Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich persönlich finde es bedauerlich, dass wir in keiner Lesung eine Debatte über diese Verfassungsänderung geführt haben. Wie meine Kollegin Maike Schäfer eben gerade schon ausgeführt hat, haben wir die Abstimmung freigegeben. Und ich finde das auch sehr gut. Ich würde Ihnen ganz kurz gerne erläutern, warum ich dagegen stimmen möchte. Die Immunität von Abgeordneten ist eine Lehre aus der Geschichte. Und ein Parlament, das seine Mitglieder nicht schützen kann, macht sich auch ein Stück weit wehrlos. Unter anderem wurde auch diskutiert, dass gesagt wurde, es ist nicht mehr zeitgemäß, dieses Immunitätsrecht, so wie wir es vorliegen haben, in der Weise beizubehalten. Ich finde, das ist eine Behauptung, die ich nicht nachvollziehen kann, wenn ich mir die aktuelle politische Großwetterlage ansehe. Wir haben die Vorfälle in der Türkei. Wir haben letztendlich auch Wahlen in den Staaten gehabt, wo aufgrund von Ermittlungen durchaus Wahlen beeinflusst worden sind. Das hat jetzt nicht im Kern mit diesem Immunitätsrecht zu tun, sind aber Anzeichen dafür, wie unsere politische Verfasstheit auch in demokratischen Staaten aussieht. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass eine erstarkte Rechte durchaus zu öffentlichen solchen Mitteln greift, um eben auch Abgeordnete mürbe zu machen. Mit der vorgesehenen Verfassungsänderung gibt die Bürgerschaft das Recht auf, Ermittlungsverfahren gegen Abgeordnete zu stoppen oder gar nicht erst zuzulassen. In erster Lesung, das wurde auch vorhin schon dargestellt, hatten wir das Hamburger Modell, in dem Ermittlungen zwar grundsätzlich freigegeben, aber das Reklamationsrecht beinhaltet war. Dem haben wir zugestimmt. Nach der Anhörung gab es keine Möglichkeit mehr, eine Variante zu finden, in der das Reklamationsrecht auch hier für uns erhalten werden kann. Der VGO folgte diesen Einwänden und strich es letztendlich. Worum wir heute also beschließen, ist nicht das Hamburger Modell, sondern ist der gänzliche Verzicht der Bürgerschaft, sich zu Ermittlungsverfahren gegenüber Abgeordneten verhalten zu können. Und die Auffassung, es wird niemand kommen, um damit Missbrauch zu treiben, die halte ich, finde ich, nachvollziehbar. Ich halte es ebenfalls für falsch, dass ich die Änderung, dass Abgeordnete nur noch dann vor Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit geschützt sein sollen, wenn es die Ausübung ihres Mandats beschränkt, für schwierig. Meine Auffassung ist, wenn Abgeordnete daran vorbeikommen, bei Demonstrationen oder sich eben einmischen und demzufolge nicht von der Polizei abgedrängt werden können, dass es nicht eindeutig geklärt ist, wie diese Tätigkeit bzw. dieses Verhalten einzuordnen ist. Ich bin der Meinung, besser wird mit dieser Änderung nichts. Auch bisher sind Immunitätsaufhebungen zum Teil geräuschlos erfolgt, weil es um Bagatellen ging. Und zu glauben, Ermittlungen gegen Abgeordnete wegen Drogenbesitz oder Betrugsverdacht würden in Zukunft ebenfalls geräuschlos bleiben, weil die Immunität nicht mehr aufgehoben werden muss, halte ich für blauäugig. Ich weiß, dass es unpopulär ist. Das halte ich ist auch ein wichtiger Punkt, für die Immunität zu sein. Jegliche Privilegien von Abgeordneten werden von der Öffentlichkeit sehr kritisch beäugt. Das kann ich auch verstehen. Aber an dem Punkt möchte ich eigentlich, dass wir das durchhalten. Und ein wichtiger Punkt zum Schluss wäre mir noch, und das ist mir auch ein Anliegen, wir müssen auch an nachfolgende Generationen von Abgeordneten denken. Und wenn ich das zusammennehme, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich dieser Änderung nicht zustimmen kann. Herzlichen Dank.